Hallo Freunde, willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Wir sind hier immer noch im Zug unterwegs und wir sind auf dem Weg zu Rebecca oder mehr oder weniger eine Etage über Rebecca oder drunter, ich glaube drüber, denn wir müssen ihr ja einen spitzen Gegenstand besorgen und da haben wir uns den Eispickel besorgt oder mehr oder weniger gefunden. Den wollen wir ihr jetzt per, ich weiß auch nicht, Essensaufzug wahrscheinlich, wollen wir ihr den zukommen lassen. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg dorthin. Ich muss bloß schnell nochmal schauen. Kartentechnisch, wo die Gute war. Wo war denn die Gute? Ist auch nicht mehr ganz genau. War das jetzt hier? Ich glaube, das war, wenn wir hier lang gehen. Ich glaube, wir müssen da hinten genau. Wir müssen im Zug quasi da... Ich weiß selber gerade nicht genau. Hab ich mich mal ein bisschen informiert. Aber gut, wir werden sie schon finden. Hier liegen überall die hübschen Leichen rum. Hier oben kommen wir nicht weiter, das wissen wir ja. Wer meine letzten Parts gefolgt hat, der weiß, gesehen hat, dass da oben so ein komisches Glibberzeug rumliegt, was wir irgendwie noch nicht kaputt kriegen. Ich glaube, da brauchen wir... Also wir haben zwar ein Feuerzeug, aber wir kriegen es irgendwie nicht kaputt. Da müssen wir erst noch irgendwas anderes finden. Aber alles Weitere wird sich wahrscheinlich jetzt gleich ergeben, wenn wir die gute Rebecca befreit haben. Gucken wir mal. Wenn wir wieder zusammen oder ich hoffe ich zumindest, denn ich habe keine Ahnung, was wir als nächstes tun sollen. Bis darauf Rebecca zu befreien. Ich weiß nicht, war das hier unten? Es kann sein, dass das hier unten sogar war. Jo, das war glaube ich hier unten. Wenn wir hier durch... Nee, das war hier, genau. Wir müssen hier rein. Und hier können wir das Teil jetzt reinlegen. Den Eispickel, den guten. Den guten alten Eispickel. Da ist er und rein mit dir. Und dann hoch mit dir. Knopf drücken, ja. So, dann wechseln wir mal eben schnell zu der guten Frau. Da ist die Göre. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir überhaupt noch Platz frei? Oh, einen haben wir noch frei, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nehmen wir uns mal den hübschen Eispickel raus hier. Hier ist ein Objekt. Wie interessant. Ein Eispickel, wer den wohl da reingelegt haben mag. Die Pflanze können wir momentan nicht tragen. Das können wir auch nicht tragen. Wir gucken erstmal, dass wir hier rauskommen. Steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff mit einem scharfen Objekt. Könnte es... Okay. Ey, hoffentlich geht es jetzt auch damit. Verwenden. Ja, ja. Ja, der Türgriff ist jetzt frei. Okay. Mann, ich weiß nicht. Eigentlich sollten wir das Zeug erstmal mitnehmen. Ich weiß auch nicht. Die Pflanze können wir eventuell mischen, würde ich sagen. Aber warte mal. Können wir das nicht stapeln? Müssen wir doch stapeln können, oder? Alter, sagt nicht, wir können es nicht stapeln. Nein! Das Geile bei Resident Evil Zero ist einfach, du kannst das Zeug hier einfach ablegen. Und dann liegt es nämlich hier wirklich auf dem Boden. Also nicht so wie in den anderen Teilen, dass es dann weg ist. Es liegt tatsächlich auf dem Boden. Das heißt, du kannst eigentlich alles ablegen und kannst es dann irgendwann wieder aufnehmen. Es ist dann nicht weg. Das ist eigentlich recht cool, ja. Das Teil hier mischen wir mal. Ich will es auch nicht kombinieren. Da haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Aber wir haben schon wieder sau viel Muni mit der Ollen. Mann. Nimm doch das Teil hier auf. Jetzt. So, dann gehen wir mal runter. Wir brauchen fast sowas wie ein Brecheisen, würde ich sagen. Weil irgendwie... Wir müssen ja unten diese Luke öffnen, glaube ich, um da rauszukommen. Boah. Fuck! Stirb! Du Drecksviech! Ist da noch jemand? Ja, irgendjemand ist noch. Das Feuer sieht so scheiße aus. Er ist auch down. Aber man kann sich nicht sicher sein. Meistens quieken die nur rum und dann stehen sie doch nochmal auf. Hier blinkt doch irgendwas, oder? Hier hat doch gerade irgendwas geblinkt. Ah ne, es ist nur von draußen. Ich weiß auch nicht, wir brauchen immer noch irgendwas Scharfes irgendwie. Haben wir jetzt eigentlich den Gegenstand noch hier drinnen? Den haben wir schon verkackt, ne? Was ist das hier eigentlich? Untersuchen, was ist denn das? Instrumente zum Mischen und Anführen. Ach so, okay, genau. Genau. Also ich würde sagen, wir gehen mal kurz runter. Gucken mal, was der gute Kollege zu sagen hat. Das kann ja sein, dass sich jetzt irgendwas ergibt, wenn wir uns hier wieder zusammen treffen. Ich weiß es aber nicht genau, das müssen wir mal gucken. Hallo? Wo ist er? Ist nicht da. Da
Da ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen brauchen Sie irgendein Werkzeug, ein Brecheisen oder sowas. Aber wo kriegen wir jetzt ein Brecheisen her? Das ist hier die Frage. Scheint es nichts Nützliches zu geben. Hallo? Okay. Warte mal, wir gucken mal kurz, was seine Spezialität ist. Ach so, er hat ein Feuerzeug. Warte mal, wir können auch irgendwas wechseln. Was können wir denn hier wechseln? Ah, was haben wir denn hier noch? Ist ja cool. Sträfling, Sakko, ist ja geil. Und war das mit der Frau auch? Ich weiß auch nicht, gehen wir mit ihm oder gehen wir mit ihr? Alter, das Blöde ist, Mann, ich weiß nicht genau. Wir brauchen jetzt so eine Art Brecheisenbus. Wo kriegen wir dieses Brecheisen her? Das ist jetzt die Frage hier. Wir müssen uns nochmal ganz genau umschauen. Ob wir hier irgendwo was finden. Das ist eine Leiter. Nee, ich weiß nicht. Eigentlich wollen wir nicht aufs Dach. Aufs Dach kommen wir nur wieder nach ganz vorne. Da können wir aber nichts machen. Also ich glaube, hier sind wir durch. Hier gibt es eigentlich nichts Interessantes mehr zu sehen. Für ihn check hier? Eigentlich auch nicht, ne? Weil da drin haben wir, glaube ich, alles. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Karte drauf. Wir sind da. Da drin ist alles clear. Ja, das ist blöd. Man kann es schlecht sehen. Aber warte mal, da unten hat doch gerade noch irgendwas gelb geleuchtet, oder? Habt ihr es auch gesehen? Hat irgendwas gelb geleuchtet. Gucken wir nochmal. Und warte mal, wir können doch auch Team auswählen hier, oder? Team. Jetzt sind wir bei Team oder was? Ah, okay. Ich weiß auch nicht, das behalten wir mal. Ah, das ist, ich weiß auch nicht, oder? Nee, komm, lassen wir jetzt mal. Kommt die Braut jetzt mit? Nö. So, gucken wir mal auf die Karte. Hier hat irgendwas... Nee, habe ich mich getäuscht. Da hinten ist wieder das Speicherding. Und wir kommen... Boah, Alter! Junge! Geh mir nicht auf den Sack, Junge! Alles klar. Irgendwas hat sich jetzt geändert. Irgendwas hat sich geändert, denn vorher sind die nicht aufgestanden. Es kann jetzt sein, dass jetzt irgendwas passiert hier. Im nächsten Abteil. Es könnte sein, es könnte sein. Ich will eigentlich die Schrot nicht liegen lassen. Mal gucken, ob wir die Schrot noch irgendwie mitnehmen. Wir versuchen uns nochmal hier oben. Vielleicht hat es ja irgendwas gebracht, dass wir diesen Skorpion in der letzten Folge besiegt haben. Was ich allerdings nicht glaube hier. Wie kommen wir hier rein? Pfütze aus Schleim umgeben, aber ich kann die auch nicht abbrennen oder so. Das geht nicht. Das Messer? Geht auch nicht. Einmal drauf schießen vielleicht? Das geht natürlich auch nicht. Hier liegt Kabel durchgeschnitten, ist nutzlos, okay. Es bringt auch nichts. Also gut, hier haben wir alles. Hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir diese... Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn das hier eigentlich? Ich sehe eine kaputte Leiter, aber die nützt mir jetzt nichts. Okay. Wahrscheinlich stehen die Penner gleich auch gleich auf hier. Ist doch ein Regenschirm. Boah, alter Junge. Ich glaube, mir geht langsam die Munition aus hier. Ist er tot? Ich weiß nicht. Manchmal ist die Sicht auch so blöd. Da sieht man kein bisschen. Wir gehen wieder weiter. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal jetzt ein Brecheisen oder irgendwas finden. Irgendwas, was wir brauchen. Starker Wind. Es weht ein starker Wind. Hier drinne vielleicht? Warte mal, wir gucken mal hier nochmal rein. In Zimmer 1408. Vielleicht haben wir da ja irgendwas übersehen. Liegt immer noch die Leiche. Sein Körper ist voller Schleim auch schon wieder. Alle hier haben Schleim an sich. Das ist ja total eklig. Weißt du, was die gemacht haben? Eklige Sachen.
Wie lange das wohl noch so weitergeht, okay. Die Taschen sind leider leer. Also hier drinnen haben wir, glaube ich, alles gefunden, was nur geht. Da werden wir nichts mehr machen können. Im nächsten Raum ist nur die Schreibmaschine, soweit ich mich erinnern kann. Dann muss hier noch irgendwo vom Bissspuren übersieht. Ich meine, wir wissen ja, was für Bissspuren, aber... Alter, was müssen wir machen? Wo kriegen wir dieses scheiß Brecheisen her? Geht nochmal eine Leiter hoch? Ah, da kommen wir wieder zu Schrot. Können wir nochmal schauen. Da haben wir bestimmt irgendwo was übersehen hier. Leiter hochklettern? Ja. Möchten wir hochklettern? Wir haben ja jetzt den Riesenskorpion besiegt in der letzten Folge. Da liegt er immer noch. Nein, 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 das hässliche Viech. Ein Loch klafft in der Decke. Ja. Oh, da liegt's. Da liegt's. Unsere Rettung. Wir können es aufnehmen. Wunderbar. Nice. Aber ich glaube, wir nehmen die Schrot noch mit, Mann. Die Muni lassen wir liegen. Die Schrot holen wir uns aber, glaube ich. Denn es wäre schade, wenn wir es andersrum machen. Wir nehmen die Muni mit, aber nicht die nötige Waffe dazu. Ja, also das wäre eigentlich total blöd. Und deswegen würde ich vorschlagen, hätte es wieder das komische Schleimzeug. Mich würde interessieren, kann man das Schleimzeug irgendwie jetzt... Kann man da irgendwas mit machen oder muss man das jetzt einfach so hinnehmen? Liegt auch wieder so ein Koffer auf dem Boden. Den können wir aber auch nicht mitnehmen, ne? Wir haben momentan eigentlich so gut wie gar keinen Platz hier, ne? Das ist blöde. Jetzt legen wir ab. Und die Schrot nehmen wir dafür mit. Jo! Oh nein, sie braucht zwei Blöcke! Nein! Scheiße! Fuck! So eine Kacke aber auch! Was ist denn in der Tasche drin eigentlich? Aktentasche, was ist denn da drin? Gar nichts. Ich glaube, wir hatten schon mal geschaut, was da drin ist. Verwenden, das brauchen sie jetzt nicht. Untersuchen. Achso, genau, da passen zwei runde Sachen rein. Wir wissen aber immer noch nicht, was genau. Dann nehmen wir die Aktentasche einfach mal mit. Würde uns wahrscheinlich nichts bringen, aber ist ja scheißegal. Nehmen wir die mal mit. Dann öffnen wir mal die Luke. Wir werden wahrscheinlich... Ne, ich weiß auch nicht, wenn wir die Luke öffnen. Wo kommen wir, wenn wir die Luke öffnen, hin? Das ist hier die Frage, ja. Kommen wir dann raus oder kommen wir in irgendeine andere Ebene? Weil die Luke öffnen wir ja eigentlich unten. Das heißt, wir können wahrscheinlich durch die Luke irgendwie den Zug verlassen. Wie wir das anstellen, keine Ahnung, weil der Zug, der fährt ja mit einer krassen Geschwindigkeit. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir sind gespannt. Warte mal, hier wollen wir wieder raus. Dann müssen wir halt den ganzen Weg jetzt zurücklatschen. Und ihr wisst ja, wie das in den Resident Evil-Teilen ist. Die Türen zu öffnen dauert ja einfach Jahrzehnte. Nein! Hier lang, genau. Schön, gut gemacht, brav. Hier noch schnell durch. Zwei Abteile noch und dann sind wir wieder bei der guten Rebecca. Hoffentlich werden wir jetzt nicht von irgendwelchen Zombies schon wieder angegriffen hier. Ich wollte schon sagen, die sitzen wieder da, aber das ist alles vorgescriptet hier, das verändert sich nicht. Das sind feste Bestandteile des Spiels, die sich nicht bewegen lassen. So, und jetzt müssten wir eigentlich da sein, ne? Wenn wir jetzt noch durch die Tür durchgehen, geradezu müssten wir eigentlich... Genau. So, jetzt bin ich gespannt, was uns da erwartet. Hallo Rebecca, ich bin wieder da. So, das ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen brauchen Sie ein Werkzeug. Dieses Werkzeug haben wir natürlich gefunden. Was? 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 Das brauchen Sie jetzt nicht? Ist doch dafür, oder nicht? Ist nicht dafür? Warum Kai? Hä, warum Kai? Bin ich zu weit weg? Lol. Alter, ich hab schon Angst gehabt. Jetzt geht's.
Dann wo kommen wir da jetzt hin? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wartungsgang betreten. Ah, da kommen wir jetzt in einen anderen Abteil rüber. Hier war ich noch nicht. Wow. Wow. Scheiße. Mann. Ist kaputt, Alter. Alter, und wir haben schon wieder nichts zum Mitnehmen, denn wir haben nur die scheiß Aktentasche. Können wir da irgendwas reinlegen? Ich glaube nicht. Ah, Benzin. Ah, jetzt können wir das Schleimzeug wahrscheinlich mit verbrennen. Und ein Goldring. Den können wir wahrscheinlich in die Aktentasche einsetzen. Oder wir gucken mal. Kombinieren, Aktentasche. Ey, das geht. Es geht. Für uns noch ein Goldring. Wer weiß, was da drin ist. Hier können wir vielleicht durch. Ich hoffe, der Kanister, der braucht bloß ein Slot. Mit dem Kanister können wir auf jeden Fall das Zeug wegbrennen. Da bin ich mir fast sicher. Kommen wir durch? Die Tür wurde aufgeschlossen, okay. Hier haben wir nochmal was zum Heilen, aber das können wir nicht mitnehmen. Wir könnten es verwenden, aber auch das brauchen wir momentan nicht. Und dann liegt da auch nochmal Schrotmunition, die können wir aber auch nicht mitnehmen, weil wir natürlich keinen Platz mehr haben, ja, ganz klar. Okay, dann würde ich sagen, warte mal, wir gucken mal schnell hier rauf. Das ist also das Hundeabteilchen hier. Sind wir blau oder sind wir rot? Ich guck mal kurz. Wenn wir hier hingehen, wo stehen wir dann? Ah, okay, wir sind blau. Gucken wir hier mal rein. Scheint so eine kleine Abstellkammer oder irgendwas noch zu sein, weil laut der Karte ist es nichts Großes mehr. Wahrscheinlich zum Speichern. Oder auch nicht. Boah, so ein Enterhaken-Ding oder irgendwas. An der Wand befindet sich ein Greifhaken. Zur Verwendung Hebel drücken und Sperre lösen. Nee, ich will noch nicht raus. Ich will noch nicht raus. Was haben wir hier? Manuelle Bremse. Dafür brauchen sie eine Magnetkarte. Ah, okay. Wir brauchen immer noch die Magnetkarte. Also gut, uns fehlt noch die Magnetkarte. Die müssen wir uns auf alle Fälle noch besorgen hier. Dann haben wir mit ihm eigentlich erstmal alles, was wir brauchen. Gucken wir mal hier hinten nochmal schnell durch. Ah, genau. Da können wir jetzt die Tür öffnen und kommen raus. Kommen bei Rebecca raus. Dann brauchen wir nicht mehr durch den Gulli laufen. Das passt auch so weit. Oh, Alter! Ey! Also ein paar Schockmomente gibt's schon. Oh, er steht nochmal auf! Bleib liegen, Kumpel! Bleib einfach nur liegen. Was haben wir hier? Eine Flasche Alk? Können sie jetzt nicht tragen, aber was ist das? Wein? Wechseln wir mal kurz mit Rebecca. Was ist das hier? Was zum Saufen? Nein, Mann, du sollst die Pulle aufnehmen! Warum kann ich das... Ich hab doch mit ihr noch was frei, oder nicht? Nee, habe ich auch nicht. Ja, shit. Shit! Warte mal, dann machen wir das mal kurz so. Wir können ja hier teammäßig, können wir ja tauschen. Dann machen wir... Austauschen? Nee, ich möchte nicht austauschen. Ich möchte ihr das eigentlich geben. Och, Menno! Kombinieren geht es? Warte mal. Oh, ich kann das nicht mit da drüben kombinieren. Warte mal, geht das eigentlich, wenn. Geht das hier eigentlich zu kombinieren? Das geht auch nicht. Schade. Schade! Kann ich ihr das nicht geben? Ah doch, ich kann es ablegen. Und dann kann ich es mit den Typen aufnehmen. Das können wir machen. Dann nehmen wir erstmal hier die Pulle auf. Was auch immer das für eine Bottle ist. Wir gucken mal. Untersuchen. Die kann bestimmt als Waffe eingesetzt werden, wenn sie es mit etwas füllen. Mit Benzin. Nehmen wir erstmal so mit, würde ich sagen. Lassen wir erstmal alles so stehen. Jetzt brauche ich aber die... Jetzt brauche ich aber wieder die... Genau, die Farbbänder. Die nehmen wir auch wieder mit. Okay, Rebecca, du bleibst hier, Pussy. Ich gehe wieder zurück. Warte mal, wo müssen wir jetzt genau hin? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Genau, wir müssen hier raus. Und dann machen wir mal als erstes den Gang frei bei der Treppe oben. Alter, ich sehe schon, komm, Mann. Hier gibt es so viel zu finden und ich habe keinen Platz mehr frei. Ich kann es nicht mitnehmen. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Kein Platz mehr.
So eine Scheiße. So, dann gehen wir hier mal hoch und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ob das mit dem Kanister tatsächlich funktioniert. Aber anders kann es eigentlich gar nicht sein. Das muss so funktionieren. Das ist wie Eier. So, wenn wir jetzt dann den Kanister nehmen. Alter! Okay, wir müssen wahrscheinlich die Flaschen damit füllen. Dann machen wir es mal so. Wir holen die Rebecca mal auch mit her. Wir müssen die Flaschen damit füllen, anders geht's nicht. Und dann müssen wir es als Molotow verwenden wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest, ob das so funktioniert, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann müssen wir die Scheiße dahin werfen. Wenn wir es Scheiße werfen, haben wir es verkackt, glaube ich. Dann können wir es nicht mehr nutzen. Denke ich mir mal. So, dann gehen wir hier nochmal schnell hoch. Zum College gehen wir. Dab. 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 So, Mädel. Wir legen das hier einfach mal ab. Ablegen, genau. Dann wechseln wir mal schnell. Dann müssen wir mit ihm Check auch was ablegen. Da legen wir einfach jetzt meinen Aktenkoffer ab, weil der ist momentan, glaube ich, am unwichtigsten. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir... Was wir das hier aufnehmen? Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das geht. Ah, es geht. Ja, zum Recycling, okay. Ausrüsten, kombinieren. Wir müssen es ausrüsten. Und jetzt können wir es quasi werfen. Werfe ich das jetzt richtig? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich verwerf. Alter, geh kaputt! Ey, wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich echt verkackeln. Und es fehlt immer noch die räudige Karte. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ich denke, ich kann es damit abbrennen. Das gibt's doch nicht. Hab ich das vielleicht zu weit geworfen, das Ding? Ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen hilflos. So ein bisschen irgendwie. Also gut, dann betätigen wir einfach meinen Hebel, würde ich sagen. Gucken wir mal, was da passiert. Wenn wir am anderen Ende den Hebel betätigen. Ich wollte das eigentlich nicht machen. Oder später wollte ich es eigentlich machen, weil mir war eigentlich... Also ich habe eigentlich gedacht, dass das nichts bringt, aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Vielleicht bringt es ja tatsächlich was. Schade. So leicht dann doch nicht. Also hier lang und dann draußen meinen Hebel betätigen. Das geht aber bestimmt auch wieder. Aus irgendeinem Grund geht es bestimmt wieder nicht. Hebel betätigen, ja. Boah, es ging. Alter, jetzt muss die Pflaume auch noch herkommen, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht genau. Müssen wir mal testen. Das müssen wir zu zweit machen, glaube ich. Gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. So Teamwork habe ich hier bei Resident Evil auch noch nie gemacht. Ist für mich neu. War hier richtig? Ja. Kacke. Ich weiß gar nicht so richtig, wie jetzt der nächste Weg ist eigentlich. Also ich weiß gar nicht. Was, wo wir als nächstes, also wie wir die komischen Bläschen da wegkriegen, das habe ich keinen Plan, wie wir das machen. Ich habe jetzt eigentlich alle Hoffnung darin gesetzt, dass wir das abbrennen können, aber scheinbar geht es nicht. Nein, nein, ich will doch nicht wechseln, ich will doch nicht wechseln, Mann. Genau. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das geht. Kein Plan. Und was ich noch mehr gucken muss, ist, wie wir, also wer jetzt überhaupt noch Platz hat. Wir hatten noch Platz, er hat noch einen Platz, aber wahrscheinlich reicht es wieder nicht. Es reicht wahrscheinlich wieder nicht.
Wie macht man es jetzt? Vielleicht muss ich den hier hinstellen. Oder ich muss jetzt als Team machen irgendwie. Ich da nicht runter, Alter? Komm! Nimm das Teil raus! Ah, ist jetzt mein Fehler. Ich glaube, ich hätte es wechseln müssen, glaube ich. Man muss dann im richtigen Moment wechseln. Jetzt, komm, 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 komm. Ah, ich kann es bestimmt nicht aufnehmen. Ah, Mann, wir brauchen wieder zwei Blöcke. Das gibt's doch nicht. Das kann es euch nicht geben. Wir müssen irgendwas rauswerfen. Werfen wir einmal das Zeug hier raus. So, und jetzt? Okay. Greifhaken mit Dienungsanleitung. Dieses Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Waggondächer zu erkunden oder spezielle Züge zu verbinden. Nach Verwendung an den richtigen Ort zu bringen. Erster Verwendungsort. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons ist eine Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass er die Leiter greift. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons. Klettern mit der Winde. Nach Sichern des Hakens ziehen Sie sich mit der Kurbel hoch. Der Greifhaken kann nur jeweils eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilo wird das Gerät möglicherweise beschädigt. Okay. Also gut. Achso, jetzt ist wieder zu. Okay. Warte mal, dann nehmen wir mal mit ihm Check. Mit ihm Check nehmen wir das Zeug hier wieder auf. Das Zeug, da liegt's. Genau. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss hier mit der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen in Form von Likes und natürlich Kommentare, ja. Gut, Resident Evil ist jetzt natürlich kein Actionspiel, ja. Es kann sein, dass einige sagen, Mensch, ist ja eigentlich langweilig. Aber für die Leute, die sowas gerne mögen, gerne sehen, bin ich natürlich auch bereit, ein oder mehrere Videos davon rauszubringen. Trotzdem wäre es cool, wenn ihr mich dabei unterstützt, dass ich mir die Mühe gemacht habe, dieses Spiel per Video aufzunehmen und preiszugeben auf YouTube. Wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da, schreibt mir Kommentare. Es wäre sehr nice und lasst mich wissen, wenn es weitere Videos geben soll. Vielen Dank, einen schönen Abend noch. Tschüss.